Kannst du dich gerne bedienen, die ist bestimmt auch irgendwann voll. Die Steine sind schon voll. Ich bin gespannt, ob die Fischreuse was bringt. Dann bauen wir mal noch ein bisschen mehr und wieder X drücken. Der so ein Typ. Sein Kopf gar nicht hell, ich sehe auch gar nichts. Schon mal gut, dass die Sonne so doll blendet, dass man gar nichts sieht. Da irgendwas von dem Alex gehört. Okay. Was guckst du denn da, Digi? Ich spiel Age of Empires. Oh, ich werde angegriffen. Wo ist denn das Lagerfeuer eigentlich? Na, wo ist das Lagerfeuer eigentlich? Ja, das freue ich mich auch. Brauchen einen Stammhalter. Guck mal in euren Inventar, ob ihr sowas wie einen Lederbeutel gefunden habt, weil macht das mal auf, ich habe gerade einen Energy Drink gefunden. Der ist bei den Federn unten links. Ich hab dir da im Inventar so einen Lederbeutel. Ah, da oben liegt die Folie, die David meinte, die Plane. Jetzt habe ich sie auch gesehen, David. Wo, im Inventar oder was? Mhm. Wo denn da oben? Oh, ich hab einen Arm oben sogar. Rechts. Ne, ich hab da echt keine Plane. Ich hab da nur einen Arm. Ganz oben rechts. Also neben dem Rucksack. Da habe ich nur ein Seil. Okay. Blätterrüstung. Ja, die mache ich jetzt auch. Macht er sich immer das nächste Teil oder macht er immer nur wieder das gleiche? Ich konnte nur eins herstellen, weiß ich nicht. Oh ne, ich habe jetzt zwei hergestellt, jetzt habe ich zwei. Ich glaube, man kann immer wieder herstellen und dann kriegt man umso mehr Balken wieder links, weißt du? Hast du jetzt einen grünen oder zwei grüne? Ne, ich habe einen nur, ja. Okay. Ich hatte auch nur einen Stoff gehabt, deswegen. Alles klar. Aber okay, wieder gut zu wissen, ist auch ähnlich wie beim ersten. Okay. Aber nur Thematik Essen müssen wir noch irgendwie klären. Aber wie gesagt, wir haben ja hier ein paar Leich, wir können die grillen und essen.
Man weiß halt bloß nicht, ob das einen so nach einer Weile verrückt macht, ne? Ja, ist egal, Hauptsache wir haben was zum Essen. Könnt jemand ein Lagerfeuer herstellen? Mhm. Dann mach ich schon mal die Kumpelze klein. Das ist jetzt ein fucking Lagerfeuer. Das hell. Es geht wieder nur in dem anderen Manöver. X gedrückt halten. Irgendwann merke ich es mir, Leute. Irgendwann merke ich es mir. Keine Stöcke. Kann ein anderer das Lagerfeuer machen? David, das liegt nach dir. Premium. Na, oder Petersen macht es wieder. Ich glaube, David macht schon. Dass der Torbel das macht. David redet auch gar nicht mit uns. Das finde ich voll komisch. Oh, ich war gemutet. Ja, ich kann das machen. Steine. So, ich habe auch noch Schildkröten-Eier. Ich glaube, die können wir auch noch dingsen. Ah, Lederbeutel. Oh, sorry, Digga. Oh, ich habe ein Kühlband bekommen. Wir sind jetzt bei mir auch schon... Okay, die greifen mich an. Mir schon Krieger, die auch so eine Blatttarnung anhaben. Können wir einen Bogen machen? Aber hier ist eine Gefahr. Ja, nice. Immer drunter. Ja, Boden. Nein! Ich wurde getötet, Jusen, pass auf. Kannst du mich hochholen? Ja. Versteh bloß nicht, was mich gerade getötet hat. Wo du die Leiche aufgenommen hast, bin ich einfach umgefallen. Komisch. Hast du mich mit der Leiche getötet? Kann aus Versehen passiert sein, ja. Aber ist gut zu wissen. Also wenn man daneben steht und einer hebt eine Leiche auf, kann man einen leichten Schaden bekommen. Also vielleicht. Das ist jetzt bloß eine Vermutung von uns. Das ist immer noch wie im ersten Teil. Sehr schön. Ne, ich bin tot. Ich liege im Haus, da ist ein Viech. Ja, rennen. Ja, ja. Echt jetzt? Ich habe 4-mal Zugang und ich habe ihn nicht einmal getroffen. Schön daneben. Ich mach die Axt mehr Schaden, aber dafür hat der Speer mehr Reichweite. Mhm. Vielen Dank. Der Typ ist abgehauen. Okay, Sünderbien! Ja, okay, der nächste ist schon bei mir. Fick dich, Arm ab, Alter!
Brauchst du ja nicht wehren. Selbst auf den Schädel, Junge. Nee, nee, nee. Immer soll, weißt du, wie ihr schön Stöcker sammeln gehen und so und kriegt dann immer auf die Fresse, ja? Ich sammle doch nur Stöcker, Leute. Stöcker. Habt ihr jetzt ein Feuer schon gebaut oder nicht? Nö. Nee. Musst du David fragen, nicht mich, mich. Wir haben den Kopf weggenommen. Ja, Icke. Willst du wieder haben? Kannst du den nur draufstecken? Wo? Da, wo du bist? Ja. Na, wie mach ich das? Wem folgt denn der Dulli hier gerade? Ihr, glaube ich. Warum machst du das? Der soll sammeln. Der soll sammeln, der muss arbeiten, der Junge. Auf ihn anzuquatschen. Red mit uns, wenn du reden willst. Den kannst du nämlich darauf stellen, dass der Fisch sammeln soll. Wenn du einen Reuse oder Fallen gebaut hast, ja. Denn die Leiche an, nimmst du doch einfach mit nach oben, Alter. Einfach alle aufsammeln, was hier ist. Hier noch mal, bevor es dunkel wird, vielleicht irgendwie eine Basis zusammenbekommen. Aber David, kann man wirklich nur diese Wände bauen, wenn man einzeln die Stämme in den Boden rammt? Diese Palisaden, nenne ich sie mal. Meinst du das? Also, nee, es gibt da später natürlich auch noch Wände und sowas. Aber warum können wir die jetzt noch nicht bauen, sondern ich muss die einzeln im Boden rammen? Weil wir wollen uns ja hier einen Zaun drum machen. Wäre ja schon praktisch. Okay, ich habe schon mal Reparaturwerkzeug hergestellt. Ein Hammer, okay. Ein Hammer. Ich habe einen Hammer hergestellt. Also kann ich den ganzen Bums jetzt reparieren, oder was? Ich gehe mal stark von aussetzen. Wollte ich jetzt noch Holz. Können wir unser Typ sehen? Der ist irgendwie gerade hier runter ans Wasser gerannt. David, hast du schon einen Hammer? Ein Hammer, nee. Willst du meinen haben? Ja, ja. Wie kann ich den denn abwerfen? das frage ich mich auch. Ach so, vielleicht einfach. Wollt ihr schon Hammer werfen spielen, ja, Leute? Hast du mich damit fahren? Ah, warte mal, vielleicht so. Ah, da ist er. Nee, keine Ahnung, wie ich den Hammer geben kann. Nein, er sollte eigentlich Fisch sammeln. Achso, na dann. Warte, kann ich ja einstellen, Fisch. Holen Fisch, ne? Ja, und dann entweder gib mir, oder wenn er eigentlich war hier oben, dann sollte er den hier oben hinpacken. Na dann musst du machen. Ja, dann müssen wir erstmal folgen. Yeah.
weil man überhaupt eine Übersicht hat, was hier alles auf dem Boden liegt, Alter. Die ganzen Vegetation ist ja der nicht so einfach. Warum könnte ich dann schon wieder schlafen? Was ist noch nicht in der Nacht gewesen? Warum bin ich so müde? So müde? So müde? Warum bin ich so müde? So müde war ich nie! Ah, woher kommt das? Alter! Achso, war was so. Von der Ente? Ja. Welcher Ente? Die im Intro taucht. Ja, ich weiß, welche Ente du meinst, aber wie heißt die denn, David? Irgendwas mit A und Duck. Und die war gelb, ne? Also richtig eine gelbe Ente. Oder wartet schwarze Küken? Nee. Calimero wart nicht. Alteri. Irgendwas in die Richtung. Leute, wollt ihr einfach kein Feuer? Ach dort, da hinten ist eins. Schau mich nicht an. Ich schlachte hier erstmal alles nieder. Alfred Quack war das. Ah. Immer schön am Bäume hacken. Der Typ soll auch fischen gehen, dachte ich, oder? Der steht aber hier einfach nur rum. Ich halt grad kein Fisches. Was kannst du denn so machen, Dicky? Verdurste gleich, glaube ich. Ich will einfach nichts trinken gehen. Gibt's nicht. Keine Pause. Nichts trinken. Was brauchst du, David? Kufen oder was soll denn werden? David hat sich wieder gemutet. Oh, ja, ich habe keine Ahnung. Aber mein Stärke-Ding ist hochgegangen. War ich auch? Ja, ich habe aber gerade was getrunken.
weiß nicht. Also das Ding war bei Versorgung drin und ich dachte, dadurch kann man vielleicht schneller laufen oder ist es irgendwas, aber. Und kann einer sonst mal das Haus zu Ende bauen, dass wir hier die Nacht vielleicht irgendwie überleben können? Oder falls wir irgendwelche Fallen bauen können oder so für die Viecher, die denn in der Nacht kommen? Krieg nach David. Na dann schlepp du Holz, Jusen. Wir haben doch da genug Holz, oder nicht? Genug Holz? Wir brauchen hunderte an Scheite und da liegen vielleicht 10. Wir müssen einfach nur zeitnah schlafen gehen, glaube ich, wenn die Viecher kommen. Also wenn es Nacht ist. Und ansonsten halt die Töten. Ich glaube aber früher war es so, dass du dass das auch zerstört wird. Wenn du schläfst. Aber ich bin mir unsicher. Steine spawnen immer noch wie im ersten Teil en masse. Also Steine brauchen wir eigentlich gar nicht sammeln. Okay, ich glaube, ich habe einen Grafikbug. Ich habe 2 auf der Schulter, obwohl ich nur einen auf der Schulter habe. Oder habe ich ein anderes Holz auf der Schulter? Okay, Sorbus 1. Aber ich bin generell zu schwer. Das kann vielleicht auch sein. Nö, jetzt geht's wieder. Na ja. Guten Abend, Namu. Sorry, weil ich dich erst später mitbekommen haben sollte, aber ich habe jetzt so ein Weilchen nicht mehr geguckt. Auf jeden Fall auch schön, dass du dabei bist. Wir sind schwer am Holz schleppen. Und wollen mal ausprobieren, so wie David vermutet, dass wenn man in der Nacht schläft, die Kannibalen vielleicht nicht alles auseinandernehmen. Oder was, David? Im besten Fall ist das so. Als könnte man das Haus doch nicht von Anfang an bauen. Wenn du da drin stehst und die alles auseinandernehmen. Ja, wenn wir in der Nacht wach waren, kann ich mich mit Düsen daran erinnern, dass die schon alles nach und nach zerkloppt haben. Wir müssen einfach mehr Köpfe hier hinlegen. Ah, klingt nach Spaß. Ja, auf jeden Fall. Machst du mit, ja, David? Ja, geht schneller. Oh, Kacke. Das Haus muss schöner werden. Das Haus muss schöner werden, ja genau. Problem ist ja bloß, dass wir hier noch eine Mauer drum ziehen müssen, aber ich hoffe ja, wie gesagt, dass das funktioniert, was du meintest. Hey, hier die Frau mit den 1000 Armen. Ja, stimmt. Die sieht auch anders aus. Im Trailer war die ja noch so eklig Mutanten-Style. Jetzt sieht sie aus wie ein normaler Mensch und hat bloß 3 Beine und 3 Arme. Achso, warte, man muss vielleicht mal die Waffe aus der Hand nehmen. Fühlt sie sich ein bisschen bedroht. Nee, bringt auch nichts, habe ich auch schon probiert. Okay, die läuft jetzt wieder weg. Ich glaube, der müsste man, wenn denn, hinterherlaufen vielleicht. Aber wir gehen die Sache ja hier langsam an, ne? Das ist fertig. Ist ja egal, muss der noch Mauer bauen. Brauchst ja auch noch viele Dinger für. Jusen und ich rennen schon für dich. Die Nacht kommt auch schon langsam. Sonst verkrümmeln wir uns auf jeden Fall ins Haus. Alles andere, was noch gebaut werden muss, bau, David. Ich habe auf jeden Fall Stöcker und Steine gesammelt. Und ja. Hinterm Haus sind auch noch Baumstämme, wenn du die brauchst. Also ich weiß ja nicht, ob das so soll, aber die Tür geht komisch auf und zu. Also.
Tür geht komisch auf und zu. Finde ich gut. Scheiße. Kurzwahl I gedrückt. Ich glaube, die Tastenbelegung muss ich mir wirklich nochmal selber überarbeiten. Bei mir ist jetzt nur der Speer und die Axt drin. Naja, einfach eine andere Taste. I, normale Menü und dann halt für Quick Menü. Keine Ahnung, cool, was man halt so gut hält. Musste man in die Fallen irgendwas reinmachen, dass die Viecher da hingehen? Zum ersten Teil glaube ich nicht. Aber Jusen sagt, glaubt ja. Also 50-50. Aber eigentlich müsste es ja dastehen. Wenn du vor der Falle bist, muss ja irgendwas dastehen, dass du was drin legen kannst. Oder es ist halt noch so, dass du es erst in die Hand nehmen musst. Das könnte auch sein, wie Bären oder irgend sowas. Wenn du Kaninchen fangen willst, weißt du? Ich bin tot. Ich bin vor der Reihenhalle. Ich hab jetzt schlafen gehen sollen. Aber in der Bärenfalle musst du theoretisch nichts reinmachen. Nichts, aber keine Bärenfalle. Die haben wir nicht einmal. Mag nicht jemand aufheben? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, weia. Da kommt was angelaufen, was blau an der Schulter leuchtet. Ach nee, das ist unser Dude, ne? Ist ja gut, dass der 8 Milliarden Kilometer weit weg rennt und jetzt am Abend mal zurückkommt. Nee, der war die ganze Zeit hier, Digga. Nee, der ist von da hinten gerade gekommen, Alter. Nee, der stand vorhin schon hier, wo ich herkam. Nee, er kommt doch gerade angelaufen. Da haben wir alle einen anderen Dude. Ja, jetzt kommen wir, hier kommt einer. Da wollen wir schlafen gehen drin? Nee, wir müssen, glaube ich, draußen schlafen gehen. Drin ist noch kein Bett. Na dann. Alles einfach voll geschmissen, man kann ja eigentlich gar nicht pennen. Sollten wir vielleicht nochmal ein paar Bären reinziehen? Mhm. Alter, das bringt ja so gut gar nichts. Bringen die denn 1% oder so, wenn man sich da unten den Hühnerschenkel anguckt? Okay, scheiß drauf. Ich kann, glaube ich, ein Regal hinstellen. Vielleicht können wir mit dem Sachen einladen. Na, dann gucke mal, ob das geht. Ja, sammeln wir noch a little bit Holz, damit wir da mal gleich mal annähernd vielleicht schon mal einen halben Zaun bauen können. Oder einen Viertelzaun. Weil das, was wir gefällt haben, müssen wir auch verbauen. Geht ja sonst gar nicht. Aber wie David meinte, so ein Schlitten wäre auch praktisch. Müsste ich auch nachgucken, aber wir haben ja im Menü nochmal ein bisschen was freigeschalten. Ich will eigentlich erstmal die Holzscheite hier kurz hochtragen. Unser Dude sammelt Holz, aber Stöcker, das ist sehr schön, das mache ich ja gerade nicht. Hat eine gute Aufgabe, weil Steine brauchen wir nicht.